guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Eben hat es so eine kleine unschöne Begebenheit gegeben. Die möchte ich auch kurz erklären. Wir haben ein Fraktionsmitglied, das hat die Fraktion verlassen, hat also den Verbandssitz mitgenommen, hat seinen Sitz im Kreistag mitgenommen und deswegen haben wir verzichtet, dass dieser Herr heute hier ist. Die Frau ist ja mit großem Getöse gegangen, so war das nun mal. Das haben wir aber hinter uns gelassen und nur, dass Sie eine Erklärung dafür haben. Normalerweise könnte hier sogar die Antifa sitzen, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Ja, ganz besonders hätte ich gern die Bundestagsabgeordnete Marianne Harder-Kühne zu unserer offenen Fraktionssitzung begrüßt. Diese musste absagen wegen einem wichtigen Termin in Berlin. Dr. Malte Kaufmann aus Heidelberg ist kurzfristig eingesprungen. Er wird also dann auch noch zum Thema Sex, Sexualisierung, Frühsexualisierung, Gender sprechen. Für mich ist das ja, ja auch ein neues Wissensgebiet. Zunächst möchte ich Ihnen noch einen Hinweis geben zum Ablauf der Veranstaltung. Wir werden nach den Vorträgen unseren Resolutionsantrag vorstellen, den wir zur nächsten Kreistagssitzung am Montag, 16. April, thematisieren werden. Danach haben Sie natürlich das Wort. Ich denke, ich kann mir den Hinweis auf Hausrecht und respektvollen Umgang ersparen. Ebenso, ja gut, wenn einer noch irgendwie randalieren will oder so, wo ist er dann? Der versteckt sich wieder oder was? Nee. Also unser Sicherheitsmann ist schon weggelaufen. Wir haben also auch keine Presse eingeladen und untersagen daher auch eine Veröffentlichung, falls der Text nicht vorher mit uns abgestimmt wird. Mein Name ist Stefan Ginder, ich bin seit 2014 Mitglied in der Alternative für Deutschland. Ich bin Fraktionsvorsitzender im Kreistag Frankenberg, Waldeck-Frankenberg und zweiter Sprecher des Ortsverbandes Bad Wildungen, Edertal-Waldeck. Übrigens, der Weg zu dieser heutigen Veranstaltung war auch wieder recht dornig. Auch bei dieser Veranstaltung sagte uns der Wirt ab, als er hörte, dass es um eine AfD-Veranstaltung ging. Zivilcourage ist in unserer heutigen Zeit offensichtlich eine seltene Charaktereigenschaft geworden. Nun zum eigentlichen Thema Sexualisierung von Kindern und Jugendlichen, auch unter dem Sammelbegriff Gender oder Gender Mainstream. In meinem Berufsleben beschäftige ich mich eher mit Versicherungsbedingungen als mit den Lehrplänen zur sexuellen Vielfalt und Sexualfrüherziehung von Kindern oder der sozialen Geschlechtervielfalt und mehr als 60 weiteren Geschlechter. Bei meinen jungfräulichen Recherchen zum Thema Gender Mainstream und Frühsexualisierung habe ich mich über das Internet versorgt und hier dankbare Ansätze gefunden. Daher zitiere ich hier teilweise diese Originaltexte. Ich möchte hierbei aber auch Professor Kutschera von der Universität Kassel erwähnen. Der Evolutionsbiologe und Physiologe hat in seinem Buch Das Gender-Paradoxon seine evolutionsbiologisch begründete Kritik an der sogenannten Homo-Ehe dargelegt. Ich kann Ihnen hier nur Ansätze aufzeigen, da ich als politisch interessierter Mensch keine wissenschaftliche Auseinandersetzung suche, sondern nur Aufmerksamkeit auf diese Pseudo-Ideologie lenken möchte. Was als sexualpädagogisches Konzept von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung seit etwa 8 Jahren nur punktuell an unseren Kindern getestet wird nun bald obligatorischer Unterricht. Entsetzte Eltern werden, wie in unserem demokratischen Deutschland üblich, mit Brachialgewalt mundtot gemacht und einfach zu ihrem neuen Glück gezwungen. Das, was die Grünen in ihren offenen, pädophilen Zeiten nicht geschafft haben, wird nun bald flächendeckend in unserem Land durch die Hintertür eingeführt. Natürlich erstmal nur darüber reden und mit Puppen spielen. Oder was kommt danach? Doktorspiele unter Anleitung? Sexualunterricht im Kindergarten. Es geht bei diesem Konzept angeblich darum, den Kindern den Unterschied zwischen Mann und Frau klarzumachen und kindgerecht den eigenen Körper und die eigene Sexualität kennenzulernen. Auch die Sexualität von heterosexuellen,
Homosexuellen, Transsexuellen, bisexuellen Erwachsenen sollen sie noch vor Antritt der Schule lernen. Wie das Einmaleins und das Alphabet. Kinder sollen eben wissen, was Mama und Papa so veranstalten mit ihren Genitalien. Dann heißt es eben nicht mehr gute Nacht und träum was Schönes, Mama, sondern schiebst du jetzt mit Papi noch eine Nummer. Das wird bestimmt erquickend, wenn dieses Wissen in die Köpfe der Kinder geradezu gepresst wird. Ob Kinder davon traumatisiert werden, ist diesem System anscheinend vollkommen egal. Vielleicht macht man das auch gezielt, kann man sie dann hinterher ja wunderbar mit Mitteln wie Ritalin therapieren. Die Pharmaindustrie freut sich sicher schon jetzt über die künftigen Psychofracks. Das bringt neue Kunden. Schamgefühl unerwünscht. Die Kindergartenkinder sollen nämlich außerdem im Kindergarten lernen, über Sexualität offen zu sprechen und keine Schamgefühle mehr zu entwickeln. Franziska Büschke, die Linke, also eine von den Linken, die jahrelang gleichzeitig mit zwei Männern zusammengelebt hat, bezeichnet das Anerziehen von Schamgefühl sogar als extreme Menschenrechtsverletzung und lehnt das Konzept Scham komplett ab. Schamgefühle sind in der bunten Republik inzwischen anscheinend vollkommen unerwünscht. Man soll ab sofort über seine Geschlechtsteile genauso offen reden lernen, wie beispielsweise über seine Nase. Wer weiß, vielleicht sollen wir unsere Genitalien, wenn das alles so weitergeht, noch offen tragen. Den Penis einfach mal raushängen lassen oder was dranhängen, wie es in dem Aufklärungsbuch für Kinder und Eltern Lisa und Jan empfiehlt. Wir haben das Buch hier, Sie können nachher reingucken. Wir haben unsere, nee, das sage ich jetzt nicht, unsere vier pädophilen Beauftragte. Das wäre doch die logische Folge, wenn man die Dinge einfach mal in die Zukunft. Tut mir leid. Jetzt habe ich mich selber auseinandergeschossen. Das wäre doch die logische Folge, wenn man die Dinge einfach mal in die Zukunft projiziert. Wird Exhibitionismus in der bunten Republik bald auch straffrei? Es klingt derzeit noch sehr weit hergeholt, aber was ist heute schon unmöglich? Sehen wir die Schamlosen schon bald mit Plakaten Freiheit für den Penis durch die Straßen ziehen? Wenn die Kinder dann auf der Straße mal einen echten Exhibitionisten sehen, denken sie wahrscheinlich, das ist ganz normal, und lächeln den Perversen dann auch freundlich an. Aber ob sie es glauben oder nicht, diese Vorführung soll tatsächlich demnächst in Tausenden von Kindergärten stattfinden. Man kann sich förmlich ausmalen, wie viel Spaß so eine Nummer einem Cohn Bendit-Verschnitt machen wird. Und wenn das Exhibitionistenspiel ist ja erst der Anfang. Da geht mit Sicherheit noch was. Alles eine Frage der Zeit. Das ist alles nur noch ekelhaft, pervers und abartig, was man unseren kleinen Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren da reinwirkt. Verpackt als Erziehungsmaßnahme oder Aufklärung. Perversität als Schutz. Angeblich dient diese Pädagogik dem Schutz vor sexuellem Missbrauch, da die Kinder dort unter anderem lernen, auch mal Nein zu sagen, wenn ihnen die erzieherisch wertvolle Fummelei nicht gefällt. Diese Begründung für die Notwendigkeit dieser Lernmaßnahme wäre ein fast lachhaftes Feigenblatt, wenn nicht alles so bitter und verlogen wäre. Hier noch ein ganz irres aktuelles Beispiel. Seit November letzten Jahres läuft im Düsseldorfer Schauspielhaus ein schwules Theaterstück als Schulpflichtveranstaltung und verstört Kinder. Seitdem pilgert eine Schulklasse nach der anderen in das Stück vom schwulen Coming-out einer chaotischen Familie, ordinärsten Beschimpfungen, freizügigsten Szenen, in denen es nur noch der korrekte Sexualakt der beiden jungen Männer direkt auf der Bühne vor den Augen der Kinder fehlt. Eltern schweigen aus Angst.
Selbst wenn Ihre Kinder von diesem Unterricht schlecht wird, bekommen Sie einen Bußgeldbescheid, falls Sie sie durch Fernhalten von dem Unterricht schützen wollen. Wenn Sie dann die fällige Buße nicht bezahlen, wirft man Sie gnadenlos ins Gefängnis, wo Sie zusammen mit Drogendealern, Mördern, Vergewaltigern, Schlägern und Zuhältern Ihre Haft absitzen können. Wie viele Kinder Sie haben, die Ihre Fürsorge brauchen, ist dem Staat egal. Ob Sie vielleicht gerade schwanger sind, ist dem Staat Schnuppe. Sie glauben das nicht. Sehen Sie sich Reportagen hierzu an. Aber dies ist nur ein echtes Beispiel von vielen, wo besorgte Eltern teilweise wochenlang aus den genannten Gründen ins Gefängnis gesperrt wurden. Die Tendenz ist klar. Die Rechte der Eltern werden immer mehr eingeschränkt. Die Kinder gehören dem Staat, wie es eigentlich in jeder sozialistischen Tyrannei der Fall war. Das Wort sozial ist mittlerweile völlig verkommen. Immerhin dürfen Eltern derzeit noch wählen, ob sie ihre Kinder in Kindergärten geben. Angesichts der Abartigen, die neuerdings bis in den Kindergarten hineinregieren, müssen wir mittlerweile davon abraten. Spätestens mit der Schulpflicht sind dann diese aber dem Staat unterworfen. Ihr Leibeigen müssen auch mit der zwangsweisen Sexualerziehung leben oder ihre Eltern müssen eben ins Gefängnis gehen. Das Verfahren, Eltern mittels Brachialgewalt zu zwingen, wird also schon seit zig Jahren praktiziert. Bislang aber nur für ältere Kinder. Nun nimmt der Staat sich der Kleinsten an, nicht mal vor Dreijährigen macht man jetzt Halt. Diese Regenbogenideologie konnte von Professor Kutschera definitiv als Fiktion entlarvt werden. Laut Professor Kutschera kommen 99% der Menschen mit einem eindeutig definierten Geschlecht zur Welt. Der Rest, 1%, ist doppelgeschlechtlich oder weder das eine noch das andere, also eine Laune der Natur. Nach derzeitiger Faktenlage kommen männliche Homoerotiker mit dieser Falschpolung auf die Welt und können nicht zu heteronormalen Bürgern umerzogen werden. Bei Frauen ist ebenfalls eine genetische Komponente nachgewiesen, die Neigung ist dort aber flexibler. Genauso wenig können sie einen geborenen Rechtshänder zu einem Linkshändigschreiber umerziehen. Sie müssen daher homoerotisch veranlagte Männer und Frauen, die in der Regel eine Abscheu vor dem anderen Geschlecht empfinden, so akzeptieren, wie sie sind und dazu gehört, und das sage ich ausdrücklich, dass wir diese Menschen nicht diskriminieren. Diese perverse Kindergender-Ideologie kommt auf pseudowissenschaftlicher Grundlage unter dem Deckmäntelchen der Gleichstellung bzw. Frau-Gleich-Mann-Dogma daher und wird von linksgrünen Politikern unter dem Begriff Homo-Ehe befürwortet. Durch die Hintertür wird dann noch die Pädophilie eingeführt. Und da wir ja unter dem Deckmäntelchen der Religionsfreiheit leben, kippen wir dann auch noch das Inzestverbot und fördern damit die erbliche Einförmigkeit zur Degeneration unserer Population. Jetzt stellen Sie sich sicherlich die Frage, und was macht unsere christliche Kirche? Nun ja, die EKD-Funktionäre passen sich immer dann dem Zeitgeist an, wenn es politisch Vorteile bringt. Wir haben allein in Deutschland 200 Gender-Professuren, die Genderstudien verfassen und biologische Sachverhalte ignorieren bzw. verdrehen. Hier wird keine ergebnisoffene Wissenschaft betrieben, sondern einzig politische Propaganda. Mit dem Begriff Gender Mainstreaming wird diese antibiologische Geschlechterdogmatik in die Bevölkerung transportiert, und zwar vom Kindergarten bis in die Universitäten. Zusammenfassend kann ich nur warnen vor diesen radikal-feministischen Dogmatikern. Diese absurde Gender-These, es gäbe neben Mann und Frau zahlreiche weitere Geschlechter, ist ein Irrglaube. Es existieren nur zwei Geschlechtszellen, Spermien und Eizellen, also Männlein und Weiblein. Und die werden über den Geschlechtsakt und die anschließende Befruchtung die nächste Generation hervorbringen.
99% aller Menschen kommen also als männliches oder weibliches Baby zur Welt. 1% Intersex geboren. Etwa 4 von 100 Personen sind in jeder Population erotisch auf das eigene Geschlecht fixiert. Homoerotische Männer und Frauen sind Naturgegebenheiten. Sie weichen von der evolutionär verankerten Standard-Erotik-Version unserer Spezies ab. Ein Gender-Regenbogen existiert nur in der Fantasie geschulter Ideologen. Ich möchte Sie auffordern, vor dieser gefährlichen Entwicklung nicht die Augen zu verschließen. Sexualerziehung und die Vermittlung von Werten ist in erster Linie Aufgabe der Eltern, und zwar von Vater und Mutter. Der Staat hat hier eine nachrangige Rolle und daran müssen wir ihn erinnern. Kinder benötigen ihre biologischen Eltern, um sich optimal zu entwickeln. Nun ja, wenn Sie sich umschauen, ist die AfD offensichtlich die einzige politische Kraft, die sich dieser linksgrünen, faschistoiden Ausgeburt von überdrehten Feministinnen entgegenstellt. Mit unseren Kindern und Enkelkindern machen die das nicht. Und nun möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Unser Hauptredner ist Dr. Malte Kaufmann. Er brennt darauf, Sie mit diesem Thema zu penetrieren. Und ja, Malte Kaufmann, mal los. Ja, sehr geehrter Herr Ginder, liebe Kollegen aus dem Vorstand, liebe Mitglieder hier von der AfD, aus dem Kreisverband Waldeck-Frankenberg. Vielleicht sind auch ein paar Gäste da, die noch nicht AfD-Mitglied sind. Und ganz besonders begrüße ich auch unsere zukünftige hessische Landtagsabgeordnete Frau Dippel. Schön, dass Sie da sind. Sie hat mich sehr, sehr gefreut, ja, dass die Landesliste jetzt, finde ich, so als Außenstehender ganz gut ausgewählt wurde. Ich weiß nicht, was Ihre Meinung ist. Es gibt ja noch einen Parteitag am Wochenende. Ich denke, da gibt es noch ein paar aussichtsreiche Plätze, je nachdem, wie das Ergebnis dann aussieht. Es gibt vielleicht in den 5 Jahren, ist die Legislaturperiode, auch ein paar Nachrücker, die dann vielleicht auf hinteren Plätzen für ausgeschiedene Mitglieder nachrücken. Weiß man ja nicht. Also deswegen ist auch wichtig, am Wochenende nochmal zu kommen zu diesem Landesparteitag. Ich habe gehört, Sie haben das ganz nach Norden in Hessen gezogen. Ach nee, das ist ein anderer. Ach, das ist der mit dem Europa. Genau, okay. Da sehen wir uns aber auch. Ne? Ja, also ich bin ja aus Baden-Württemberg. Ach so. Also da werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Ich komme aus Heidelberg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aus dem linksgrünen Heidelberg. Und also das ist für uns undenkbar, so eine Veranstaltung, ja, dass da draußen keine Antifa ist, keine Proteste. Bei uns ist das jedes Mal der Fall, wenn wir eine Veranstaltung machen. Wir hatten gerade vor 2 Wochen hatten wir den Steffen Königer und den Andreas Kalbitz als Gäste, hat die Junge Alternative organisiert. Und da hat sich auch eine Gegendemo gebildet, eben Antifa und verschiedene solche Linksbündnisse, die standen dann vor der Stadtbücherei. Aber die stand nicht nur vor der Stadtbücherei, sondern die sind auch ins Foyer eingedrungen. Also da praktisch, wo die Treppe war, zu unserer Veranstaltung und haben die Gäste nicht reingelassen. Dann musste also die Polizei kommen und da einen Keil reintreiben. Und jeder Gast, der gekommen ist, der wurde dann ausgeschimpft. Schande, Schande, hau ab. Also mit dieser Atmosphäre musste man dann zu der Veranstaltung. Trotzdem war die Bude voll. 150 Leute waren da. Also das hat mich sehr, sehr gefreut, dass immer mehr Leute, immer mehr Bürger auch aufwachen. Das merkt man ja auch Land auf, Land ab, dass die sehen, die AfD ist eben nicht diese rechtsradikale Nazi-Partei, für die sie immer gehalten wird und als die sie dargestellt wird in den Medien, sondern sind ganz normale Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die sich da engagieren. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, die 92 Abgeordneten im Bundestag, was die für Reden abliefern. Man kann es auf Phoenix beobachten. Das ist wirklich erste Sahne, erste Klasse. Auch die 6 hessischen Abgeordneten gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Also Marianne Harder-Kühnel, die heute ja verhindert ist,
aber auch zum Beispiel der Jan Nolte, der ja als der attraktivste Bundestagsabgeordnete gilt. Haben Sie das gelesen? Ja. Den haben wir in der AfD, sogar in Hessen. Ja. Ihr Kreisverband, also da haben Sie ja wirklich eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Mit Ihnen jetzt auch, also da kann ja wirklich nichts schief gehen. Ja, also ich bin selber verheiratet seit 2001 und wir haben 4 Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren. Und ich spreche heute Abend jetzt nicht irgendwie als Wissenschaftler oder als Pädagoge zu Ihnen, also von der Ausbildung her bin ich Volkswirt, mache sowas Ähnliches wie Sie, aber nicht im Versicherungsbereich, sondern im Immobilienbereich, auch viel mit Verträgen und mit Vermittlungen und so zu tun. Aber als Vater von 4 Kindern, da tangiert mich dieses Thema sexuelle Vielfalt und Gender natürlich sehr, sehr stark. Warum? Weil in vielen Bundesländern die Bildungspläne geändert werden oder schon wurden und dieses Thema, was wir gerade gehört haben, massiv eindringt in die Schule. Und die Kinder also immer mehr damit konfrontiert werden. Und in Baden-Württemberg war das eben auch der Fall, dass die Bildungspläne damals noch unter Grün-Rot, Sie haben ja hier Schwarz-Grün, aber auch unter Grün-Rot, also vielleicht da hätte man es vielleicht noch mehr erwarten können, aber das ist unter Schwarz-Grün auch passiert. Ne? Also in Hessen haben sie ja ähnliche Probleme. Da sind ja auch seit letztem Sommer die Bildungspläne extrem geändert worden. Da gab es ja auch eine Gegenbewegung in Hessen, also Eltern sind sogar, der Landeselternbeirat ist ja auf die Barrikaden gegangen, aber die Politik hat es überhaupt nicht interessiert, die haben ihr Ding durchgezogen. Und da können wir wirklich dankbar sein als Eltern, also sind vielleicht einige im Raum, die Kinder haben, die noch im schulpflichtigen Alter sind oder vielleicht auch Enkelkinder, die das vielleicht ein bisschen so mitkriegen, da können wir wirklich dankbar sein, dass es endlich eine Partei überhaupt gibt in Deutschland, die dieses Thema aufgreift und etwas dagegen sagt und ein Stoppschild hochhebt und sagt, so geht es nicht weiter, wir wollen diese Frühsexualisierung unserer Kinder nicht, meine Damen und Herren. Es gibt viele Gründe, zur AfD zu gehen. Also Gender, sexuelle Vielfalt ist tatsächlich ein wichtiger Grund. Also viele Leute, die ich kenne, die sagen, gut, dass ihr dieses Thema anspricht. Also deswegen habe ich auch AfD gewählt, sagen viele. Es gibt auch viele andere Themen, das ist jetzt heute Abend nicht Gegenstand, Islamisierung, Massenmigration, direkte Demokratie, ist auch so ein Thema wie Gender und sexuelle Vielfalt, was die AfD als einzige Partei überhaupt anspricht. Wir wollen mehr direkte Demokratie in Deutschland, nach Schweizer Vorbild. Meine Frau ist selber auch halb Schweizerin, ich kriege das so ein bisschen mit, die kriegt so alle 3 Monate, kriegt sie Unterlagen aus der Schweiz, da machen die ihre Volksabstimmungen, ich finde das ganz klasse, weil da hat das Volk echt was zu sagen. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass man alle 4 Jahre wählt und dann haben die Politiker Narrenfreiheit und können machen, was sie wollen, sondern da gibt es richtig ein Regulativ. Ich war 14 Jahre engagiert bei der CDU, immer ehrenamtlich, 2002 habe ich mir eine Partei gesucht, weil schon damals die Zustände so waren, dass sie also nicht so in die richtige Richtung liefen. Und meine Frau und ich, wir haben dann gesucht und mit der CDU haben wir die einzige Partei gefunden, die jetzt mit unseren christlichen, wertkonservativen, bürgerlichen Vorstellungen am meisten passte, damals, ja, 2002. Und wenn Sie mal gucken, das Wahlprogramm der CDU damals und unser AfD-Wahlprogramm letztes Jahr für den Bundestag, da gibt es ganz, ganz große Übereinstimmungen. Ich würde fast sagen, 70-75% haben die damals auch gefordert, was wir jetzt als AfD einfach fordern. Und damals war das alles okay, aber wenn du das heute forderst, wirst du als rechtsextrem und so abgestempelt und da will mit dir nichts mehr zu tun. Das ist also wirklich eine sehr traurige Entwicklung. Gut, in diesen 14 Jahren, wie gesagt, habe ich das immer ehrenamtlich gemacht, hatte dann so Funktionen wie zum Beispiel Schatzmeister in unserem Ort in Mühlhausen, im Rhein-Neckar-Kreis, ein bisschen südlich von Heidelberg, 20 Fahrtminuten, da haben wir ein schönes Häuschen gefunden und in diesem kleinen Ort, als wir da umgezogen sind von Heidelberg nach Mühlhausen, haben die mich gefragt, Herr Kaufmann, Sie sind doch jetzt schon 3 Jahre Mitglied bei der CDU, wollen Sie nicht Schatzmeister werden?
dachte, wow, Schatzmeister, aber da gibt es ja viele bestimmt, die das auch besser machen können als ich. Nee, wir brauchen Sie. Also Sie kommen in Frage. Wieso denn das? Ja, der alte Schatzmeister, der hat in die Kasse gegriffen bei uns. Und da ist es gerade gut, wenn jetzt jemand von außen kommt. Den können wir jetzt installieren und der hat von nichts eine Ahnung und so. Und der kann da wieder Ruhe reinbringen in unseren Ortsverband. Ja, das habe ich dann gemacht. Und so ging es halt in dieser Zeit immer weiter. Ich war dann irgendwann auch Mitglied des Kreisvorstandes, habe mich in der Mittelstandsvereinigung engagiert. Das ist so der Wirtschaftsflügel der CDU. Der war immer sehr konservativ geprägt, hat die soziale Marktwirtschaft hochgehalten, Ludwig Erhard so als Vorbild genommen. Viele von der Mittelstandsunion oder Mittelstandsvereinigung, die haben anfangs auch gegen die Euro-Rettungspakete gestimmt. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, die CDU, die verabschiedet sich immer mehr von einstigen Grundüberzeugungen. Und da war natürlich das Erste, was mich maßlos entsetzt hat, war diese ganze Klimarettungsgeschichte, die Milliardensubventionen für die erneuerbaren Energien, dann die Masseneinwanderung natürlich, dann die Euro-Rettung, die Griechenland-Rettung, diese ganzen Pakete, die im Schweinsgalopp durch den Bundestag gepeitscht wurden. Die Abgeordneten, die haben gar nicht verstanden, was sie da, für was sie stimmen. Und die Frau Merkel hat immer gesagt, ja, das ist alternativlos, diese Politik. Wenn wir das nicht machen, dann stürzt alles ab und dann geht das ganze System kaputt und so. Das war ja dann auch die Geburtsstunde der AfD, wo man gesagt hat, Moment, es gibt eine Alternative zu dieser angeblichen Alternativlosigkeit. Schon damals hatte ich erste Sympathien mit der Partei, aber ich habe gedacht, ich versuche es noch eine Weile in der CDU. Außerdem wollte ich gucken, wie entwickelt sich die Partei. Es gab ja schon andere Initiativen und Parteien, die aufgekommen sind, aber nach kurzer Zeit wieder weg vom Fenster waren. So wie zum Beispiel die Schildpartei, was ich, Sie sich dann auch erinnern können, in Hamburg, oder auch die Republikaner und andere Initiativen. Ja. Und deswegen habe ich halt nach wie vor gedacht, in der CDU kann ich vielleicht noch was bewegen. Und dann kam das Thema Gender und sexuelle Vielfalt auf den Plan in Baden-Württemberg. Das waren so die Jahre 2014, 2015, wo wie gesagt unter damals noch grün-roter Landesregierung, inzwischen haben wir grün-schwarz in Baden-Württemberg seit 2016, also seit vorletztem Jahr. Und unter grün-rot, wenig verwunderlich, wollte man also die ganze Schullandschaft umkrempeln. Es war nicht nur Gender und sexuelle Vielfalt, sondern verschiedene andere Sachen auch. Also die haben zum Beispiel das mehrgliedrige Schulsystem massiv eingeschränkt, wenn nicht abgeschafft. Haben die Gemeinschaftsschule da installiert und haben halt versucht, überall ihre grün-roten Ideologien in die Schule hineinzupressen. Und der Lehrer wurde abgeschafft in der Gemeinschaftsschule. Es gibt jetzt nur noch Lernbegleiter. Also die sitzen praktisch neben den Schülern und die fragen dann jeden Tag, ja liebe Schüler, was sollen wir heute lernen und was soll das Thema sein? Und dann muss man demokratisch abstimmen darüber, ob wir überhaupt lernen und wenn ja, was? Ja, also lauter solche Sachen. Und in diesem Zug wurden halt die ganzen Bildungspläne umgekrempelt. Fachwissen wurde massiv abgeschafft, stattdessen so diffuse Kernkompetenzen. Ganz viel Gruppenarbeit und Teamarbeit. Ja, Team heißt ja toll, ein anderer macht's eigentlich. Und das Ergebnis war, von diesen ganzen Reformen, das Ergebnis war, dass Baden-Württemberg, das einst mit Bayern an der Spitze war, ja, im Ländervergleich, massiv abgestürzt ist. Also das ist wirklich dramatisch. Teilweise im unteren Ende in manchen Disziplinen. Und für mich ist das ganz klar, das ist einfach die Folge von diesen ganzen Reformen. Eine Reform hat die andere gejagt und das Schlimme ist, auch die Lehrer sind völlig überfordert mit dieser ganzen Sache. Die werden da im Stich gelassen. Und ja, dann gab es eine Initiative gegen vor allem dieses Gender-Thema. Die hieß bei uns in Baden-Württemberg dann Demo für alle. Ich weiß nicht, ob Sie von dieser Initiative schon mal gehört haben. Darf ich mal Hände sehen? Wer hat schon mal von der Demo für alle? Also doch sehr viele. Mit Hedwig von Weber-Förde an der Spitze, die Beatrix von Storch, die jetzt am Sonntag kommt, die hat es ja auch sehr massiv unterstützt, diese Bewegung und gefördert. Und also diese Demo für alle, die hat sich eben gerade dagegen gestellt, dass die Kinder eben nicht zu früh mit diesen ganzen sexuellen Spielarten konfrontiert werden
Und dann hat man sich halt auch gegen die Ehe für alle gestellt. Das war auch noch so ein Thema. Das ist ja jetzt letztes Jahr im Bundestag durch. Und damals hat die Demo für alle halt sehr mobil gemacht gegen die Ehe für alle. Wie Sie gesagt haben, es geht ja nicht darum, irgendwie, dass man Homosexuelle wieder unter Strafe stellen will und verfolgen will und so weiter. Das schätzen wir genauso wert, ja. Das haben wir auch immer wieder gesagt bei den Demos. Aber wir wollen doch nicht, dass unsere Kinder sozusagen bombardiert werden in diesen Bildungsplänen mit dieser ganzen Sache von, was es alles für sexuelle Spielarten und Varianten gibt. Das verletzt das Schamgefühl der Kinder. Ich habe mich damals dann interessiert, ja, was wird denn da wirklich angeboten? Ist das alles nur Fiktion oder ist das real? Habe mir Sachen runtergeladen aus dem Internet, habe mir dann eine Broschüre auch runtergeladen von der GEW, von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, und habe mir das dann mal durchgelesen. Da war so eine Handreichung, wie Lehrer dieses Thema im Unterricht bespielen sollen. Und also da ist mir fast schlecht geworden. Ja, da sollten also junge Mädchen und Jungen in der Schule sozusagen, also das war dann in den älteren Klassenstufen, zum Beispiel einen Puff organisieren, wo in diesem Puff dann für alle möglichen sexuellen Vorlieben etwas angeboten wird. Oder das andere war, dann haben sie so ein Haus gezeigt, so ein Arbeitsblatt mit einem Haus, und da sind verschiedene Wohnungen drin zu sehen in diesem Haus. Und in einem Zimmer ist die klassische Familie, Vater, Mutter, Kinder. Im nächsten Zimmer ist eine homosexuelle Familie mit Kindern, nächste lesbisches Paar und so weiter, also praktisch alles Mögliche wird gezeigt. Und dann sollen die Kinder darüber sprechen. Und da wird eigentlich antrainiert, alles ist auf der gleichen Stufe und alles ist irgendwie gleichwertig und du kannst dir irgendwie aussuchen, welches Familienmodell du dir irgendwann mal aussuchst. Und das finde ich fatal, weil wir haben ja gerade gehört, dass 99% aller Fälle sind geboren als Männer und als Frauen und 96% haben eben diese ganz natürliche Vorliebe für das andere Geschlecht. Und nur so kann sich ja die Gesellschaft auch erhalten, auf lange Sicht. Und wenn man jetzt so tut, als ob alles praktisch auf der gleichen Stufe ist und gleichwertig, dann vermittelt man den Kindern ein falsches Bild. Und darüber hinaus war es noch so, in diesen Bildungsplänen, dass dieses Thema, also diese Community, die sehr für sexuelle Vielfalt eintritt, die heißt LSBTTIQ Community, also die Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und so weiter, ich weiß nicht alle Begriffe auswendig, auf jeden Fall, die haben halt ein starkes Netzwerk, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit, eine starke Lobby, und die sind natürlich auch vertreten in diesen ganzen Kommissionen, die diese Bildungspläne da erstellt. Und die haben das dann doch tatsächlich geschafft, in den Bildungsplänen, also praktisch fächerübergreifend in jedem Fach und in jeder Jahrgangsstufe zu dem ganz normalen Stoff noch einen Zusatz dazu zu schreiben und besonders unter den Aspekten der LSBTTIQ-Angelegenheiten sollen die Schüler in Klasse 6 in Deutsch noch Folgendes lernen oder in Mathe noch Folgendes lernen. Ja, das ist doch ein Wahnsinn. Warum wird jetzt ausgerechnet dieses Thema zu einem Leitthema gemacht, ja, als ob wir nicht andere Probleme auch in unserer Gesellschaft hätten? Also könnte man ja aufzählen, ja, warum steht da nicht besondere Aspekte der Behinderten in der Gesellschaft? Ja, beispielsweise. Oder besondere Aspekte von religiösen Minderheiten und so weiter und so fort. Könnte man verschiedene Dinge sich auswählen, aber ausgerechnet dieses Thema wollten sie dann so massiv in die Bildungspläne reinbringen. Dann hat sich also diese Demo für alle gegründet und hat Informationsschriften verfasst. Sie haben ja auch da ein Sammelsurium, finde ich übrigens sehr, sehr gut. Also, dass man sich das auch mal dann angucken kann, vielleicht hinterher, wenn jemand noch Interesse hat. Und also diese Demo hat dann auch eben Demos organisiert, heißt der Demo für alle. Also haben wir dann in Stuttgart eine Demo nach der anderen ins Leben gerufen. Was heißt wir? Also anfangs war ich ja nicht dabei, aber nach so der zweiten, dritten Demo habe ich irgendwie eine Anfrage gekriegt, ob ich da mal als Redner auftreten kann in Stuttgart bei der Demo für alle. Da war ich ja noch CDU-Politiker im Bezirksvorstand.
Bezirksvorstand der CDU Nordbaden, war auch auf der Landesliste für die Europawahl vorher. Und da habe ich schon gedacht, ja, soll ich da jetzt auftreten? Was ist dann in meiner Partei los? Ja, also so Gedanken macht man sich ja. Und vor allem, ich wusste, dass da auch AfDler auftreten regelmäßig auf dieser Demo. Und dann habe ich gedacht, also was machst du dir solche Gedanken? Dir geht es doch wirklich um deine Kinder und um die Schule und um das Land. Also machst du das, wenn du das für richtig hältst, machst du das, ziehst es durch. Habe ich auch gemacht, mich da angemeldet und bin da aufgetreten in Stuttgart. Vor 4.500 Leuten waren an diesem Tag da. Übrigens lauter ganz normale Bürger. Ja? Also ich habe sogar Rentner gesehen, die mit dem Stock gekommen sind. Da waren Familien da, wir hatten unsere Kinder auch dabei an dem Tag. Es war eigentlich eine schöne Atmosphäre, ja. Aber auf der anderen Seite gab es auch eine Gegendemo. Antifa war auch da, die sind mit 400 Mann gekommen, unterstützt von den Jusos, ja, von irgendwelchen linken Verbänden, Bunte Vielfalt, Piraten und viele andere mehr. Und die haben also richtig Krawall gemacht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat mich erschrocken. Also das war so eine schöne Stimmung von den Leuten, die da waren. Und dann nach der Kundgebung, also ich war da nicht der einzige Redner, es sind so 4, 5 aufgetreten, ich hatte da nur einen kleinen Teil, dann sind wir durch Stuttgart marschiert. Und dann mussten wir an einer Stelle durch diese Gegendemonstranten durch. Da war natürlich viel Polizei. Und wenn man in die Gesichter von diesen Gegendemonstranten geschaut hat, da war so viel Hass, also richtig Fratzen sind uns entgegen gestarrt. Die haben teilweise Fäkalienbeutel geworfen. Also es war wirklich schlimm. Ich habe dann, hinterher gab es noch Ausschreitungen, also wir sind dann zum Schlossplatz gegangen, da war dann die Abschlusskundgebung, das war auch sowas. Uns haben sie verboten, beim Nationaltheater in Stuttgart auf die Stufen zu gehen, also wir mussten dann vorne dran, haben aber eine Bühne aufgebaut, das ging, aber mussten dann auch groß sagen, ja, nicht auf die Stufen vom Nationaltheater, weil das ist von der Stadt Stuttgart und, oder vom Land Baden-Württemberg und also wir sind gehalten, die Teilnehmer da zu bitten, nicht auf diese Stufen zu gehen. Große Sache draus gemacht. Plötzlich, als die Abschlusskundgebung war, hat eine Gruppe vom Dach des Nationaltheaters, also von den Gegnern, ein riesen Transparent runtergerollt mit dem Regenbogen. Ja, wie durften die das? Und da hat sich dann hinterher herausgestellt, dass irgendeine grüne Landtagsabgeordnete da im Stiftungsrat für das Nationaltheater ist und das denen erlaubt hat, was sie uns verboten haben, auf die Stufen zu gehen. Ja, und dann nach dieser Abschlusskundgebung habe ich noch gesehen, wie richtig Randale losging. Die Polizei hat uns gut geschützt, aber ich habe auch gesehen, wie die Antifa ein Polizeipferd umgeschmissen hat. Also das war schlimm, ja. Das war so 15, 20 Meter entfernt von mir. Also unglaublich, wie gewalttätig die sind. Und jetzt kommt's. Da waren besorgte Bürger, Eltern, habe ich ja gesagt, aus der Mitte der Gesellschaft. Abends habe ich mir die Landesschau Baden-Württemberg angeguckt, habe gedacht, vielleicht sieht man da irgendwo mal eine Rede. Nichts vom Inhalt, weder von mir oder von allen anderen, die gesprochen haben, nichts vom Inhalt unserer Demo nichts gezeigt. Stattdessen von der Gegendemo hatten sie so Redenausschnitte. Und jetzt von unserer Demo haben die da in die Menge gezoomt und haben irgendwie 7, 8 Rechtsradikale ausfindig gemacht, die sich unter diese Menschenmenge gemischt haben. Ich habe da keine Ahnung in der Szene, aber die Journalisten haben das irgendwie gefunden. Ja, dass die, kann es auch nicht verhindern, bei 4.500 Leuten kann man ja nicht überall Gesichtskontrolle machen, das ist ja logisch. Und wir haben immer gesagt, keine Parteisymbole zeigen und so, aber die hatten dann irgendwie dann noch Aufkleber. Und dann hieß es, ja, Demo für alles von Rechtsradikalen unterwandert und so. Und seitdem waren wir rechtsradikal, weil wir für Ehe und Familie eingestanden sind und für solche Werte, wie wir sie gerade in der Rede auch von einem Kindern gehört haben. Ja, und bei der CDU war das dann auch nicht so gern gesehen, hat man mir auch unter der Hand gesagt, Herr Kaufmann, also das ist nicht so gut, was Sie da machen. Nichtsdestotrotz haben Sie sich nicht getraut, mich da irgendwie abzusägen. Und also von der letzten Demo für alle bis zu meinem Parteiaustritt vergingen dann auch nur noch wenige Monate, muss ich sagen, weil da habe ich dann in Stuttgart habe ich mit AfD dann erstmalig richtig sprechen können. Damals war noch die Annette Schuldner in der AfD, ist leider ausgetreten vor kurzem. Es gibt leider viele AfDler, die haben
wie so ein Beharrungsvermögen. Gell? Also wenn da mal der Wind ins Gesicht bläst, dann ja, schmeißen sie hin, so wie heute auch gehört, streichen die Segel. Auf jeden Fall, ich war von ihr auch beeindruckt und von anderen, die da waren, und hatte ein gutes Gefühl, Mensch, also das sind eben nicht solche Leute, wie sie in den Medien immer so verunglimpft werden. In der CDU habe ich dann versucht, das Gender-Thema doch noch irgendwie zu pushen. Also auf Landesparteitagen haben wir öfter mal den Antrag gestellt, zusammen mit der Jungen Union damals, auf Streichung aller Fördermittel für diese 200 Gender-Lehrstunden. Und ich kann mich noch erinnern, da war so ein Parteitag, der war in Rust, da haben wir es wieder mal gestellt, diesen Antrag. Und dann ist er auf dem Podium von der CDU. Also wir hatten erst, wir haben gemerkt, wir haben die Delegierten hinter uns, die wollen es auch nicht. Aber dann hat die Parteitagsführung die so lange bearbeitet, mit falschen Argumenten und fadenscheinigen Sachen, zum Beispiel haben wir gesagt, Agenda, das heißt, es bedeutet es gar nicht, wie es dargestellt wird. Gender heißt einfach nur, Medizin soll entwickelt werden, so dass es für Männer und Frauen passgenau gemacht wird. Wer kann denn dagegen was haben? Ja, ja, Wiedmann Mautz war da oben. Die ist jetzt auch irgendwo, glaube ich, im Staatssekretärsamt oder so. Oder sogar Ministerin. Jedenfalls, also die Delegierten, die haben dann dagegen gestimmt. Und dann kamen die Koalitionsverhandlungen der CDU. Ah, da muss ich noch sagen, diese Bildungspläne wurden dann doch entschärft, aber noch unter Rot-Grün. Das war also kein Verdienst von irgendeiner Partei, sondern das war ein Erfolg der Bürger, die auf die Straße gegangen sind. Da ist die Politik doch hellhörig geworden. Es gab ja nicht nur die Demos, es gab auch eine Petition von einem Lehrer, Stengle hieß der. Hat also innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Unterschriften aufgebracht. Also da haben sich schon viele Verbände dann auch stark gemacht und also unter der alten grün-roten Landesregierung wurde das dann auch extrem entschlackt und die Bildungspläne, die man heute hat, da kann man eigentlich unter diesem Aspekt, es gibt viele andere Sachen, die man angreifen kann, könnte man mit leben, wenn es nicht einen zweiten Plan gäbe. Die Politik ist ja immer schlau. Ja? Also wenn die Bürger dann auf die Barrikaden gehen, dann macht man da ein kleines Zugeständnis, aber durch die Hintertür bringen sie jetzt doch das Thema. Die haben jetzt einen Aktionsplan für sexuelle Vielfalt erfunden. Und dieser Aktionsplan, der ist 50 Seiten dick, kann man im Internet sich angucken. Also der besagt, dass die Landesregierung sich verpflichtet, vertraglich verpflichtet, also das ist ein Vertrag zwischen der Landesregierung und diesen LSBTTIQ-Verbänden. So, die Landesregierung verpflichtet sich in diesem Vertrag, also ihre Themen überall zu pushen. Also zum Beispiel in Form von Lehrerfortbildungen, in Form von Broschüren, von Materialien, die an die Schulen geschickt werden. Das steht zwar jetzt nicht im Bildungsplan, aber die Schulen werden trotzdem bombardiert mit Material. Und da musst du halt einen guten Direktor haben oder Lehrer, der das dann ablockt. Aber das weiß man halt nicht als Eltern, also in welche Klassen mein Kind überall geht und wo das Thema dann doch kommt. In der Polizei, in der Verwaltung, überall soll Thema also breit getreten werden. Ja, und dann die Koalitionsverhandlungen, da habe ich dann innerhalb der nordbadischen Gruppe anfangs immer wieder gesagt, ja, passt auf, dieses Thema müsst ihr rauskriegen, sonst steigen uns die Wähler aufs Dach. Also wenn man in so einer Koalitionsverhandlung ist, da kann man ja nicht 10 Themen gleichzeitig ansprechen, vor allem wenn man nicht ehrenamtlich dabei ist, kein vollbezahlter Politiker. Deswegen habe ich immer nur dieses Thema gebracht und dieses Jahr kauft man. Gut, dass sie sagen, ja, wir achten drauf. Ja, unsere Verhandlungsführer damals in Stuttgart, die haben dann uns beschwichtigt. Und dann kam der Koalitionsvertrag und siehe da, der Aktionsplan war 1:1 drin gestanden. Da habe ich auch gedacht, ja, Moment mal, jetzt fahre ich also wochenlang und monatelang immer auf diese Vorstandssitzungen und da wird mir gesagt, ja, ist gut, dass sie das sagen. Und, so, und dann steht es im Koalitionsvertrag. Ja, wieso steht es denn im Koalitionsvertrag? Ja, wir müssen halt auch Zugeständnisse machen. Ja. Und das ist jetzt im Staatsministerium angesiedelt und haben die Grünen jetzt unter sich und so. Es ist halt, Politik besteht aus Kompromissen. Ja, und da habe ich letztendgültig dann einen Schlussstrich gezogen, weil ich habe gesehen, denen geht es gar nicht um Inhalte. Denen geht es um Macht, um Ministerposten und um Dienstwagen und für dessen ist bereit, alles zu machen. Also bin ich dann ausgestiegen aus der CDU,
und habe mich der AfD angeschlossen. Das war 2016 dann, also nach der Landtagswahl, ging dann noch ein paar Monate, habe mich erstmal mit der AfD befassen müssen. Bis dato hatte ich das Grundsatzprogramm nicht gelesen. Das ist ja auch im Sommer, glaube ich, erst oder Mai, Juni so 2016 überhaupt verabschiedet worden, habe ich mir dann runtergeladen. Stimmt es? 2016? Gell, April 2016, ja, haben wir da runtergeladen, meine Frau und ich. Und da haben wir gelesen. Mal, was da drin steht, das ist eigentlich genau das, wofür wir damals die CDU eintreten. Und dann sind wir noch zu einer Veranstaltung in Mannheim damals. Da war auch wieder die Antifa, ja. Und die kamen aber schon von Stuttgart, das war also kein Problem. Und dann haben wir den Übertritt gemacht zur AfD. Und es hat dann auch Wellen geschlagen, weil ja bei uns in der Region war ich ja schon lokal ein bisschen bekannt. Wir haben so einen Austrittskurs gemacht. Und zwei Wochen später saß ich dem Herrn Cohn-Bendit gegenüber bei Manfred Illner. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil Sie das gesagt haben. Wie kam das? Die haben eine Sendung gemacht, Rechtspopulismus in Europa. Und da ging es damals um die Trump-Wahl und um Le Pen und Brexit und alles in einen Topf geschmissen und AfD auch noch. Und dann hatten sie so eine illustre Runde, da war eben der Herr Cohn-Bendit, Vertretung der Grünen da. Und ich wurde dann an den Katzentisch geholt. Also manchmal in der Sendung gibt es so einen Katzentisch. Da kommen dann noch welche rein, so für 5 Minuten werden auch noch interviewt. Und die wollten eigentlich in der Sendung dann aufzeigen, also da haben wir jetzt so einen CDU oder so einen Idioten sozusagen, der ist auf die ganzen rechtspopulistischen Sprüche da von der AfD reingefallen. Das war eigentlich die Intention von der Sendung. Und als ich da saß in Berlin, also erstmal saß ich ja bei dem Publikum, wurde erst später dazu gebeten, und diesen Cohn-Bendit gesehen habe, da ist mir so ein Groll gekommen. Also ich konnte mich fast nicht halten. Weil der hat praktisch alle 3 Sätze hat er die AfD angegriffen. Ja, das sei rechtsradikal alles und das seien die neuen Nazis und so. Immer wieder vom Thema abgewichen, immer in diese Kerbe gehauen. Und dann war ich da bei der Sendung, wenn Sie wollen, können Sie das mal nachgucken, einfach eingeben, Malte Kaufmann, Malfred Illner. Ganz am Ende von den 5 Minuten habe ich dann gesagt, und eins will ich jetzt hier aber noch sagen, Frau Illner, lassen Sie mich das bitte noch sagen. Ja, wir müssen jetzt gleich weitermachen. Ja, eins will ich noch sagen. Sagt der Herr, der größte Populist in der ganzen Runde hier, das ist der Herr Cohn-Bendit, der da sitzt, weil er ständig die AfD in die rechtsradikale Ecke hineindrängt. Da waren die total baff, da haben sie nicht mit gerechnet mit so einer Aussage. Ja, also, das ist, ich muss Ihnen sagen, also diese 1,5 Jahre, die ich jetzt bei der AfD bin, und ich komme jetzt auch gleich zum Schluss, gucke auf die Zeit, da hat mir gesagt, so 1/2 Stunde, gell, soll ich reden, also noch 3-4 Minuten. Also diese Zeit war die schönste politische Zeit in meinem ganzen Leben, weil man überall auf Gleichgesinnte trifft und weil man sich endlich trauen kann, Dinge offen auszusprechen, ja, ohne dafür gleich beschimpft zu werden oder ohne Angst zu haben, ja, irgendwo anzuhängen. Das Thema Gender hat natürlich sehr, sehr viele Facetten. Ich habe jetzt eine Facette da rausgegriffen mit dem Bildungsproblem. Man könnte aber noch vieles mehr sagen über Gender. Eine andere Facette ist diese ganze Sprachverhunzung. Ja, also, dass man nicht mehr sagt, sehr geehrte Mitarbeiter, sondern Mitarbeiter, GenderstarInnen. Ja, Gender halt für diese über 50 oder 60 verschiedenen Geschlechter. In Baden-Württemberg, das ist auch so eine Sache, da hat man vor 4-5 Jahren die Studentenwerke, die es da gibt, alle umbenannt in Studierendenwerke. Das ist ein Irrsinn. Allein diese Umbenennung hat Hunderttausende Euro gekostet. Universität Frankfurt 1 Million. Ja. Diese eine Umbenennung. Ja, auch sowas. Ja, genau. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Also für was unser Staat Geld ausgibt. Und dann, also was mich also wirklich auf die Palme gebracht hat, wir waren am 3. März in Kandel, da gab es die Kandel ist überall Demo, das ist bei uns nicht weit entfernt, deswegen war ich da jetzt ein paar Mal dabei. Und da ging es richtig um Sachen, die Frauen bewegen. Ja, zum Beispiel gestiegene Kriminalität, Vergewaltigungszahlen steigen, Gruppenvergewaltigung, Dinge, die man nie gehört hat. Passieren jetzt andauernd diese Messerstechereien, die Mia in Kandel, die von einem angeblichen minderjährigen, unbegleiteten Flüchtling erstochen wurde. Später stellte sich raus, der war über 21. Also das sind Sachen, die Frauen betreffen, meine Frau auch. Ja? Also die
sagt mir, sie hat früher, wenn sie einkaufen gegangen ist und so Dunkelhäutige gesehen hat, hat sie da nie irgendwie Angst oder so gehabt. Ja? Aber jetzt hat sie manchmal ein mulmiges Gefühl. Also das sind die Sachen, die unsere Frauen rumtreiben. Und just an dem Tag, wo Kandel war, die Demo, hat die Frauenbeauftragte der Bundesregierung gesagt, wir müssen die Nationalhymne gendern. Und zwar hat sie Anstoß genommen an brüderlich, da kommt das Wort brüderlich, mit Herz und Hand vor, und das soll jetzt couragiert werden. Und das deutsche Vaterland soll auch gestrichen werden. Vater ist ja Diskriminierung von Müttern, ja, das heißt der Vaterland. Und das soll jetzt Heimatland sein. Also das ist doch ein Irrsinn, diese Frauen. Ja, und also wenn man die zweite Strophe von dem Lied liest, da wird ja, also geht es ja nur um die Frauen. Deutsche Frauen, deutsche Freude, deutscher Wein und deutscher Sand. Ja, genau. Und die sollten wir wieder sehen, jedes Mal, wenn wir hier anfangen. Ist doch schön, dass wir diese Unterschiede haben. Ist doch wunderschön, dass wir Männer und Frauen haben. Und deswegen fordern wir als AfD die Streichung aller Gelder für diese Gender-Lehrstühle, die Ehe zwischen Mann und Frau als Leitbild und Vater, Mutter, Kinder als Familienbild, dass wir wieder da zurückkommen. Das wäre gut und richtig für unser Land. Danke für die Einladung, dass ich sprechen konnte. Jetzt eine erkenntnisreiche Diskussion. Wir haben jetzt schon öfters mal festgestellt, es gibt immer Menschen auch mit einem sehr hohen Sendungsbewusstsein. Wir wollen also ganz kurze, knackige Statements vielleicht haben, kurze Fragen, dass vielleicht auch viele zu Wort kommen. Also wenn das jetzt in einem spontanen Referat ausendet und ich erkenne das, dann gehe ich dazwischen. Ne? Also sehen Sie mir das bitte nach, es soll hier jeder zu Wort kommen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, legen Sie los. Was ich natürlich vergessen habe, hat natürlich meine Fraktionsmitglieder nicht vorgestellt. Also als erstes die Claudia Pratz-Dippel haben Sie ja schon kennengelernt. Die muss jetzt in den Landtag, die schicken wir da hin. Neben ihr sitzt der Hakula Dippel. Dann haben wir noch den Jens Peschel, ach, das ist der Flaschenöffner da hinten. Der Geschäftsführer der Fraktion. Dann haben wir den Arno Lewandowski. Nicht der, ach, da hinten der Ledermann. Oder Lehrerbeauftragter. Dann gibt es noch die graue Eminenz, kann ich nicht sagen, die rötliche Eminenz, das ist unser Kreisausschussmitglied, der Thorsten Hunzinger, der ist auch gleichzeitig Fallsprecher. Also ich denke, ich kriege auch einen Tadel, dass ich keine Krawatte anhatte, aber ich habe so einen Hals, ich hatte heute schon Finanzausschusssitzung und Ältestenrat. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass unser Antrag, den wir jetzt mühsam vorbereitet haben, und wo ich mich also in diese Sexualwelt reinfinden musste mit über 60 Gendergeschlechtern oder Gendergeschlechtern, die wird wahrscheinlich abgelehnt. Aber trotzdem, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht runterkriegen. Penetrieren mit unseren Fragen, wenn wir mit Anträgen nicht durchkommen. Heute waren wir zum Beispiel in der Ältestenratssitzung, ach, da sind ja so viele Fragen, über 20 Fragen oder was. Ja, die letzten, die können wir dann aber nicht stellen, wir haben nur eine halbe Stunde. Ja, dann werden wir uns das nächste Mal stellen. Aber wir lassen uns nicht runterkriegen, das ist ein ganz mühsames, zähes Geschäft und da muss man wirklich, ja, da muss man einfach ein bisschen gaga sein, das sind wir ja sicherlich auch, aber wir lassen uns nicht runterkriegen. Und ich sage das immer gerne wieder auch, wir müssen der Stachel für dieses Establishment sein.
und bei jeder Bewegung müssen die sich an uns erinnern. Und jetzt überlegen Sie sich einfach mal, Sie haben einen Stachel irgendwo und Sie wollen sich dann bewegen, der tut weh. Und das müssen wir auch. Und wenn wir 10%, 15% sind, dann sind wir als Stachel aktiv. So, jetzt aber genug geschwatzt. Wer hätte denn was zum Thema zu sagen? Burkhard. Herr Kaufmann, ich bin Pfarrer Burkhard Knüppel und Sie haben so nett vorgetragen, wo Ihr Knackpunkt oder Ihre Baustelle war, der CDU. Ich war auch bei der CDU viele, viele Jahrzehnte. Und für mich war der Knackpunkt da, wo der Hohmann in Fulda so schäbig behandelt wurde. Und wenn man das gelesen hat, hat man erst gemerkt, was für eine Perfidie dahinter steckte, dass etwas untergeschoben wurde, was er auch nicht gesagt hat. Ja, also jeder hat da so seine Stelle, wo er wach geworden ist. Ja, also das habe ich auch damals mitgekriegt mit dem Herrn Hohmann, das konnte ich auch nicht fassen. Ich habe die Rede im Original dann auch gelesen. Es war mir sofort klar, das ist einfach nur ein Bauernopfer, um die Presse zu befriedigen. Ja, weil die Presse hat sich plötzlich eingeschossen, die suchen ja immer welche raus, auch bei der AfD. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir uns da nicht auseinanderdividieren lassen. Und die CDU, die war halt da skrupellos. Und vor allem Frau Merkel, die haben den dann fallen gelassen. Ich habe jetzt vor kurzem den Herrn Hohmann zum ersten Mal live getroffen. Da war ich auch bei so einer Veranstaltung in Fulda. Das ist ja ein ganz netter Mensch, der Herr Hohmann. Also ich habe seine Rede gehört und auch zu der Umgang mit den Mitgliedern. Da kann man wirklich hohen Stolz sein, dass der jetzt bei der AfD im Bundestag sitzt. Wir hatten ihn mal in Korbach zu dem Referat, da muss ich auch sagen, seine Bescheidenheit, ja, die hat mir sehr imponiert. Also gar nicht so ein Lautsprecher, so ein Marktschreier oder sowas, sondern ein ganz bescheidener, gläubiger Mensch, einfach mitten im Leben stehen. Ja, als erstes habe ich den Arno Lewandowski. Ja. Der Gastredner wies hier darauf hin, auf die wichtige Position der Familie, so wie sie beschrieben hat. Und eigentlich ist ja das in unserer Verfassung verbürgt. Es ist der besondere Schutz der Familie, ist geschriebenes Gesetz bei uns, es wird nur nicht mehr gesagt. Und ich finde, da sollte man durchaus mal den Finger in die Wunde legen und sagen, das ist doch hier ein Teil unserer Verfassung, das ist also keine besondere Forderung von uns, sondern etwas Selbstverständliches. Und da kann ich also sagen, da sollten wir, so wie Sie das gesagt haben, richtig rein. Stimme ich Ihnen voll zu, das ist Artikel 6 Grundgesetz, da steht, Ehe und Familie steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Und es war immer klar, in den ganzen Jahrzehnten der Bundesrepublik, also von den Gründungsvätern sozusagen des Grundgesetzes bis jetzt, was unter Ehe zu verstehen ist, zwischen Mann und Frau, die Ehe und Familien, wenn Kinder dazukommen. So, man hat aber bei der CDU gesehen, wie die also in den letzten Jahren langsam den Ehe- und den Familienbegriff umdeuten. Also ich habe das dann gesehen, zum Beispiel in Baden-Württemberg ist doch der Herr Strobel, ist da der Landesvorsitzende, der Schwiegersohn von Herrn Schäuble, ist ein ganz liberal linker Typ, der Herr Strobel. Und der hat dann mal bei so einer Veranstaltung bei uns im Rhein-Neckar-Kreis gesprochen und dann ging es los, ja, Familie ist immer dann, ist immer da, wo Kinder sind, heißt es. Ja? Also egal welche Konstellation, wenn Kinder dabei sind, dann ist es halt Familie. Ja, eben nicht. Ja? Also wenn zum Beispiel, wir haben da dieses Modell von einer Frau mit zwei Männern, wenn da Kinder dabei sind, ist nach seiner Definition halt auch Familie. Und da müssen wir uns wirklich ganz klar dagegen stellen. Und wie zum Beispiel die Demo für alle das auch macht, da gab es auch so eine europaweite Petition, ich weiß nicht, ob Sie davon mitbekommen haben, das war letztes Jahr, ist die Zahl erreicht worden, man braucht so eine Million Unterschriften europaweit, aber da haben sich auch sehr, sehr viele beteiligt, auch aus Deutschland, um das nochmal ganz deutlich zu machen, was unter Ehe und Familie zu verstehen ist. Danke für den Hinweis. Ja. Ja, die Geschichte mit dem Herrn Hohmann, die hat ja noch eine Fortsetzung gefunden, weil ein General Günzel bei seiner Verabschiedung eine Rede gehalten hat über Political Correctness und dabei auf das Beispiel Hohmann eingegangen ist und ihn verteidigt hat. Daraufhin ist er knallauf war aus der Bundeswehr rausgekommen. Man hat ihn also ohne jede
Ehrbietung aus seinem Dienst entfernt. Und das ist auch ein Zeichen für die Degeneration eines Staates, wenn man Verdienste generell in diesem Falle nicht mal mit geringsten Ehren aus seinem Dienst entfernt. Krass. Ja, oder die Erika Steinbach, ja. Also das ist ja auch eine verdiente Persönlichkeit, jahrelang Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen in Deutschland. Die hat ihre Meinung nie geändert, überhaupt nicht. Also es ist eine respektable Person. Und dann ist die so aus dem Bundestag mit Unehren entlassen worden, die letzte Sitzung. Da hat man ihr dann nochmal richtig eins reingehauen. Ja, das ist einfach dieser Linksstaat, in dem wir leben. Und das ist halt jetzt auch, wir müssen als AfD auch diesen Marsch durch die Institutionen machen, wie es die Grünen gemacht haben. Die haben ja überall die Schaltstellen jetzt besetzt. Also ich meine, die Lehrerschaft ist ja sehr stark links geprägt in Deutschland, aber eben auch die Medien, die ganzen Medienkonzerne. Die 68er, die sind jetzt an den Schalthebeln der Macht. Und das, was die Grünen in diesen Jahrzehnten gemacht haben, müssen wir als AfD jetzt auch schaffen, aber viel schneller, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Veranstaltungen wie diese machen, oder Sonntag, also dass sie so aktiv sind im Kreisverband. Das müssen wir wirklich jetzt machen. Neue Mitglieder auch zu gewinnen, dass unsere Bewegung auch wächst, dass wir dieses Land noch retten können. Ja, gibt es noch Wortmeldungen? Ja, ich habe eine Frage, und zwar speziell diese Gesellschaft, die dafür gesorgt hat, dass diese Gender-Themen in die Schule reinkommen. Diese ESSler, es ist ja eine Minderheit, weil es hat ja gezeigt, dass 96% Mann und Frau zueinander sich dazu geneigt fühlen, und der Rest ist ja dann manchmal dieser Gesellschaft vereint. Was schätzen die, welche Gründe dahinter stecken, dass sie so eine Lobby haben? Also die werden natürlich auch finanziert, massiv. Das sieht man ja, ich habe vor kurzem mal einen Film angeguckt, der heißt Der Linksstaat Deutschland, vom Kopp Verlag ist der. Also da wird aufgezeigt, also Millionengelder in diese ganzen linken Institutionen, die gehören dann auch dazu, reinfließen. Das ist richtig staatlich massiv gefördert. Und also diese Gender-Geschichte, das ist auch nicht eine rein nationale Angelegenheit, sondern das kommt ja auch letzten Endes von der UNO, wird dann runtergebrochen auf die einzelnen Nationen. Also ich glaube, was dahinter steckt, ist wirklich dies. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Ich glaube, alte, tradierte Normen sollen aufgebrochen werden. Also Familie soll also aufgebrochen werden, Ehe aufgebrochen werden und viele andere Sachen noch. Damit letzten Endes der Staat sozusagen die Macht gewinnt über die Bürger. Ja, weil es war ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg ja so, dass die Familie, wenn die zusammengestanden ist, ja, dann konnte die sich auch wehren gegen den Staat. Aber wenn es solche Familien immer weniger gibt, dann gibt es halt auch immer mehr abhängige Leute, die vom Staat abhängig sind. Und von daher glaube ich schon, dass diese Dinge auch eine Rolle spielen. Ja. Also, wenn in Baden-Württemberg schon sowas voraus ist, dann müsste erwarten können, dass eigentlich dann schon langsam feststellbar ist, die Lehrerschaft und die Erzieher aus den Kitas oder den Schulen müssen da langsam irgendwie auch eine gewisse Gegenreaktion feststellen. Ich meine, da kommen ja noch viele andere Sachen dazu. Es müsste aber feststellbar sein, das ist jetzt eine Frage mehr oder weniger, ob Sie sich vielleicht sowas schon verzeichnen können, weil wir haben es vielleicht mal vor uns, wir sind schon ein Jahr oder zwei oder fünf weiter drin. Es müsste doch feststellbar sein, dass diese ganze Erziehungsgruppe, die Erziehergruppe, dass die auch aufbegehren, auch sagen, wir sind doch auf einem völlig falschen Weg. Das kann doch nicht sein. Aber sie dulden es einfach nur und lassen es weitertreiben. Ist da nicht auch was feststellbar, dass da mehr und mehr eine Gegenbewegung einsetzt? Ja, also denke ich schon, punktuell ist es zu verzeichnen. Aber nicht breit. Ja, nicht breit, weil man ist ja dann auch sehr angreifbar. Und diese, zum Beispiel die Antifa, die sind ja da richtig gewalttätig und die machen dann Stimmung gegen einen und die, also wir merken es ja als AfD-Politiker, zum Beispiel in Heidelberg, also die graben alles aus, was mein Privatleben anbetrifft, veröffentlichen Bilder, ich war jetzt mit meiner Frau und meinen zwei Mädchen, die Jungs hatten was anderes an dem Tag, in Kandel.
Und die haben doch tatsächlich ein Bild von meiner Frau und den Mädchen gemacht und ins Internet gestellt, in welcher Gesellschaft der Herr Kaufmann da läuft. Angeblich. Das ist eine Unverschämtheit. Oder im Wahlkampf haben die dann, also wir haben ein Dach auf unserem Haus und haben da eine Photovoltaikanlage drauf. Ganz einfach, weil wir Elektroheizung haben und da ist es eine sinnvolle Sache, wenn die Stromkosten explodieren, dass man halt dann über die Photovoltaikanlage selber Strom, also ins eigene Haus einspeist. Und dann, ja, ich bin ein Heuchler und so weiter, haben sie ein Bild gemacht, der ist gegen die Photovoltaikanlage, aber selber einen auf dem Dach und so. Also so wird man total in den Dreck gezogen. Und genau das passiert halt auch immer, wenn sich einer auflehnt, ja auch vielleicht ein Schuldirektor oder ein Lehrer, dann muss er Angst haben, dass er gesellschaftlich ausgegrenzt wird. Dass die nächste Beförderung nicht stattfindet. Ich weiß das auch von AfD-Mitgliedern, die eigentlich hätten befördert werden sollen, aber nicht wurden, weil man wusste, der ist AfD-Mitglied. Also mit solchen Widerständen haben wir im Moment zu kämpfen. Deswegen ist es ja so gut und wichtig, dass es unsere Partei gibt und die wählen uns aber. Und nicht umsonst haben wir 6 Millionen Stimmen jetzt gehabt. Also wir sind kein kleiner Haufen. Und ich bin auch schon eingeladen worden in Verbänden und Vereinen und Gruppen und so, also die dieses Thema besonders dann auch, denen dieses Thema wichtig ist, und die sagen dann immer wieder, es ist so schön, dass es die AfD gibt, dass sie diese Themen ansprechen, dass wir die Speerspitze sind von dieser, ich will es fast sagen, Widerstandsbewegung. Das ist jetzt ein Thema, aber in diesen ganzen anderen Gebieten ja auch, Islamisierung, Massenmigration, so sind wir wirklich teilweise die Einzigen, die sich politisch dagegen stellen. Aber wie gesagt, es ist halt die gesellschaftliche Ausgrenzung wie bei Herrn Hohmann, die man befürchten muss. Das war schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch unseren Alterspräsidenten, den Gerhard Jahn. Der hatte sich auch noch gemeldet, aber danach würde ich gerne die Rednerliste schließen. Ja. Ich habe Regieanweisungen gekriegt. Ich stehe auch auf, dann kann ich besser reden. Genau. Jedenfalls ging das früher so. Mein Name haben Sie gerade gehört, Jahn ist mein Name. Ich bin einer Welt wahrscheinlich hier im Haus. Mindestens echt so aus. Und ich bin aber noch verhältnismäßig viel unterwegs, komme mit vielen Menschen zusammen und argumentiere Folgendes, wenn es um die AfD geht. Und es geht immer um die AfD, da ich schon also erstmal seit Juni Mitglied bin, vergangenen Jahres und so weiter und so fort und daraus auch kein Hehl mache. Und da gibt es bei mir zwei ganz wichtige Dinge. Und mir ist nun komischerweise nur eine Zunge gewachsen. Wäre das anders, dann wäre ich wahrscheinlich in der Politik schon ganz oben zumindest gewesen und würde heute fette Pensionen verpassen. Zur Frau Merkel. Frau Merkel ist ein Ziehkind Walter Ulbrichts und Erich Honeckers. Von dieser Person ist nicht mehr zu erwarten als das, was sie tut. Nämlich nichts. Oder das eigene Volk bescheißen. Sie hat ja nichts anderes gelernt. Das dazu. Und was die AfD anbetrifft, wenn man mich hat man auch schon mehrfach als Nazi bezeichnet. Dann frage ich ganz ruhig die Leute und lächle dabei. Und jetzt erklärst du mir aber bitte auch, wo ist im Namen, im Slogan der AfD das Sozialistisch und das Soziale? Weil ja ohne diesem Sozialistisch kann ich ja kein Nazi sein. Ich war nie für den Sozialismus, obwohl ich 44 Jahre diesen genießen durfte. Ja. So, und dann gucken die mich blöd an. Das heißt, ne, hast du überhaupt nicht in deinem Kopf. Wahrscheinlich noch weniger wie Frau Merkel. Das bringe ich dann so zusammen. Und da gibt es eigentlich keinerlei Streiterei mehr. Es hört dann einfach auf, dieses dumme Geschwätz. Und selbst in Dresden ist mir das passiert. Bei Pegida mal montagsabends, dass so eine Zwecke, ich schätze 17 Jahre, wenn sie 18 war, war sie schon alt, mir auch zuflüsterte, weil ich sie fragte, was machst denn du hier dazwischen? Ja, ich suche Nazis. Ich sage, unter uns? Da musst du woanders hingehen. Ich sage, was meinst du denn, wie Nazis aussehen? Haben die Zettel auf der Backe oder auf der Stirn oder sonst wie? Naja, aussehen tun die so wie sie. Wie sieht denn Nazi aus? Ich habe nie mal eine Uniform angehabt oder so.
das waren meine Dankeschön. Es gibt ja auch noch eine andere Bezeichnung, die wird anders interpretiert. Nicht an Zuzug interessiert. Ja. Darf ich gerade kurz eine Sache sagen? Aus dem Wahlkampf eine kleine Anekdote. War ich eingeladen bei der Uni Heidelberg. 200 Studenten und die ganzen Kandidaten, und die haben mich halt alle fertig gemacht, die Kandidaten, aber auch die Studenten. Dann ein Student stand auf und hat gesagt, Herr Kaufmann, ich wusste ja schon immer, dass die AfD eine rechtsradikale Nazi-Partei ist. Aber jetzt weiß ich auch warum. Ich so, ja, wieso? Wie kommen Sie jetzt drauf? Ja, ich habe das Wahlprogramm gelesen. Aha. Dann zitieren Sie mal aus dem Wahlprogramm, was zeichnet uns denn aus als Nazi-Partei? Ja, auf Seite so und so steht, wir wollen Deutsch wieder als Hochschulsprache einführen. Also denen fehlen total die Argumente, sind völlig an den Haaren herbeigezogen. Natürlich sind wir doch nicht gegen Englisch und so, aber wir wollen auch nicht, dass Deutsch überall abgeschafft wird. Das ist doch unsere Heimatsprache und wenn jemand nach Deutschland kommt, dann soll er auch Deutsch lernen. Und das wollen wir hochhalten. Das hat mit Nazitum überhaupt nichts zu tun, aber mit viel gesundem Patriotismus. Wir lassen sogar Sächsisch zu. Ja, Fremdsprachen müssen haben wir sagen. Ja, ich möchte Ihnen jetzt noch unseren Resolutionsantrag vorlesen, aber den haben wir so klein geschrieben, deswegen muss ich ihn wirklich vor die Nase nehmen. Aber die anderen müssen den ja auch lesen, die müssen sich ja damit quälen. Also das ist wirklich, glaube ich, 10er Schrift oder so. Da ist... Also, der Kreistag möge beschließen, Resolution an die hessische Landesregierung. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg bereitet die Ablehnung des neuen Sexuallehrplanes durch den Landeselternbeirat Sorgen. Also der Landeselternbeirat hat diesen Sexuallehrplan abgelehnt. Seinen politischen Vertretern im Kreistag ist bewusst, dass sich die Sexualerziehung im Spannungsfeld verschiedener Erfordernisse befindet. Es gilt, verschiedene kulturelle Eigenheiten zu berücksichtigen, das Schamgefühl des Kindes zu respektieren, die Unterrichtsinhalte vor den Eltern vertreten zu können und den Heranwachsenden Orientierung zu geben. Bei diesen Erfordernissen muss die Sexualerziehung den Schülern viele wichtige Kenntnisse vermitteln. Unter anderem auch solche, die für unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Lebensmodelle sensibilisieren und eine Diskriminierung und Stigmatisierung von Mitmenschen verhindern sollen. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg sieht jedoch an einigen Stellen Handlungsbedarf und appelliert im Interesse der Schulkinder an die hessische Landesregierung, folgende Dinge zu berücksichtigen und umzusetzen. Keine Aufnahme des Buches Sexualpädagogik der Vielfalt in den Schulbuchkatalog. Keine Zusammenarbeit mit der schwul-lesbischen Aufklärungsgruppe. Herausheben der besonderen Bedeutung der Ehe, Aufklären über Zwangsehen, Kinderehen und Vielehen. Gefordert werden darf nicht Akzeptanz im Sinne einer Befürwortung, sondern Toleranz. Keine über das Phänomen der Transsexualität hinausgehende Beschäftigung mit Geschlechteridentitäten. Weitere Begründung erfolgt mündlich. Da muss ich also dann auch noch mal die. Ja, das ist unsere Resolution, die wahrscheinlich wenig Aussicht auf Erfolg haben wird. Wir sind ja auch nicht gekommen, uns Freunde zu machen. Das ist nun mal unser Schicksal. Wir brauchen ein breites Kreuz und ein dickes Fell. Also das habe ich zum Beispiel, deswegen haben Sie mich wahrscheinlich auch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Ich bedanke mich bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie den Mut gefunden haben, zu uns zu kommen. Sie haben, ja. Sie haben uns jetzt noch mal kennengelernt. Ich kann verstehen, wenn einige enttäuscht sind, dass wir das Klischee, was uns die Presse vorauswirft, nicht erfüllen. Aber gut, also wir sind froh, dass wir so sind, wie wir sind. Und wir kämpfen weiter. Ich bedanke mich bei allen Helfern, die hier mit aufgebaut haben, bei den Polizisten, die haben nur mal kurz geguckt, die wussten, aha, hier wird nichts passieren, ich rufe dann gleich an, alles in Ordnung. Ich bedanke mich bei unserer persönlichen Security, wo ist da?
Es ist immer gut, wenn man auch jemanden für die Sicherheit hat und weiß, wenn es jetzt ein bisschen kritisch wird, dass auch jemand mal handfeste Argumente vor sich tragen kann. Kommen Sie gut heim, Gott segne Sie. Und bevor ich sie wegschicke, überreiche ich jetzt unserem Malte Kaufmann die längste Praline von Waldeck. Und zwar ist die rote Wurst einfach eine Währung. Und die ist auch noch eingeschweißt und so. Und ja, die nicht? Haben wir auch so. Die ist nur in Alu eingeschweißt. Nur in Alu. Also, vielen Dank. Und wir sind